Gefunkt hat es auf jeden Fall. Komm, lass uns hier abhauen. Ich muss mich leider kurz halten. Ich muss mich leider an der Stelle von dir verabschieden. Schwierig. Es ist cringe, aber auch schön. Mir ist aufgefallen, dass Vincenzo zu dem Pärchen hinter uns geschaut hat. Wärst du lieber bei mir? Und die Partnerin soll selbstbewusst sein, aber nicht zu doll. Schön, dass ihr da seid. Ganz neu bei mir. First Dates Hotel, Folge 1, 2024. Amor Roland Trettl ist wieder im Auftrag der Liebe unterwegs. Ich bin die Silvia, bin eine absolute Powerfrau. Ich wohne etwas überdimensioniert. Ich wohne in einem sehr großen Haus. In Fachkreisen nennt man es auch Villa. Und dann haben wir einen ganz großen Pool im Garten, 10 x 6 Meter. Ich bin einfach so ein Workaholic. Ich gehe in meiner Arbeit absolut auf. Und ja, deswegen verdiene ich das, was ich verdiene. Also, ne, super sympathische Frau, die Silvia direkt. Aber Moment, sie hat mit richtiger Arbeit ihr Geld verdient? Flüche gehen raus. Ja, liebe Kim Virginia, in der Trashologie sprechen wir von einer Kausalkette. Also so, wie sich halt Kim Virginia direkt an 24 Tim gehängt hat, weil er die meiste Reichweite hat. Das Prinzip, wir sind immer bei den ersten Blind Dates dabei, die Roland Trettl organisiert. Roland, hallo. Ja. Ich freue mich. Ja, ihr habt meinen Traummann, was will ich mehr? Schnauze! Ist das toll. Ja? Silvia ist eine Singlefrau, die gut aussieht und dazu jetzt auch noch reich ist. Blond ist sie auch noch. Mark Terenzi wollte sich eigentlich direkt für sie bewerben, ist völlig klar. Aber Verena hat halt wahrscheinlich die Bewerbung gefunden, bevor sie abschicken konnte. Seitdem hat man von ihm nichts mehr gehört. Ich bin die Janine, bin 29 Jahre alt, bin eine selbstständige Kosmetikerin, arbeite noch ein bisschen im Social-Media-Bereich. Zwinker, zwinker. Und im Schulkiosk, also recht viel beschäftigt. Warum bin ich Single? Ich würde schon behaupten, dass das schwierig macht, dass ich so freizügig bin teilweise. Also, dass ich gerne auch Bikini-Fotos hochlade. Normalerweise ist mein Orientierungssinn sehr gut. First Dates Hotel muss mir auf jeden Fall helfen bei der Suche, weil ich irgendwie immer an die falschen Männer gerate. Normalerweise findet sie natürlich den richtigen Ein- und Ausgang. Wie oft Sophia Tomalla auf diesen Spruch schon reingefallen ist. Also muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob man solche Fotos macht oder nicht. Wichtig, ne? Es sind natürlich gestagte Fotos und in der Regel besteht da keine Ähnlichkeit zu dem vorher. Also genauso wie bei Claudia Obert, wenn sie morgens aufwacht und sich die Fotos von gestern Abend anschaut. Ich bin der Jürgen, ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Du bist richtig braun. Ich spiele für Tennis. Ich habe ganz gut verdient in meinem Leben. Also wirklich recht gut. Aber so äußere Dinge, wie manche haben, ich brauche mein Boot, ein Haus, Auto, war mir nicht wichtig. Also von dem her, ich habe ganz wenig. Also du könntest eigentlich sofort umziehen, in 2 Tagen hättest du einen Umzug geschafft. Ich schaffe ihn in einem Tag. Ehrlich? Es gibt Dinge, die einfach schön sind, wenn man eine Partnerin dabei hat, mit dem man Urlaub zu fahren oder so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das auch cool, dass Leute mal drüber sprechen, wenn es ihnen gut geht. Gefühlt ist es doch echt immer so ein Tabuthema. Sowohl an Silvia als auch an Jürgen merken wir eindeutig, dass wir nicht bei RTL sind. Jürgen hat zwar viel Kohle, besitzt aber wenig, während unsere RTL-Spezies ja in der Regel tatsächlich wenig Kohle haben, dafür aber viel besitzen. Vor allen Dingen natürlich Schulden. Feurig wie der Ätna kommt unser nächster Gast daher. Ich bin der Vincenzo. Legen wir los. Die Klischees eines Italieners. Man sagt immer romantisch, schmierig, macho, Arschloch. Ich erfülle, glaube ich, 2 davon. Das ist romantisch, bisschen macho, bisschen. Ich habe 2 Kinder, lange wegen den Kindern zusammen gewesen. Auf welchen Typ stehe ich? Rassig, temperamentvoll, natürliche lange Wimpern, blaue Augen, süß und lieb. Das wäre schon toll, wenn ihr mir das bauen könnt. Hallo! Hallihallo, Signorita! Ja, mega! Hat an Gott seine Traumfrau beschrieben und First Date hat sie jetzt gesucht. Ich gucke die Sendung tatsächlich gerade zum ersten Mal und wir sind auch mit den Kandidaten hier in den Zimmern. Das heißt, wir können sie noch besser kennenlernen. Ich glaube, wir wissen jetzt, wo es lang geht in der Sendung. Vincenzo ist für mich auf jeden Fall so ein Kerl. Da sitzt du, glaube ich, beim Date und wird sie einfach gedanklich am liebsten nicht wegbeamen. Zum Beispiel in einen Til Schweiger-Film oder vielleicht sogar in die Bettritze von Peter Klein und Yvonne Wölke. Eigentlich egal, Hauptsache ein Ort, an dem es schöner ist. Also ich bin schon froh, Italiener zu sein. Ja, glaube ich, ist auch ein schönes Land. Da kommt ja die Liebe her und die Romantik. Schön steht das. Und das Essen ist immer gut. Oh ja. Hast du das schon mal gemacht? Einfach zum Pool gegangen und, hey, grüß dich, ich bin hier. Wieso hat es bei dir noch nicht mit der Liebe? Am Aussehen kannst du ja jetzt nicht so legen. Nein. Oder? Was machst du beruflich? Im Social-Media-Bereich. Und was ist dein Content? Jetzt kommt's. Also ich habe halt gar kein Problem jetzt so mit Bikini-Fotos. Ich teile meine Frau nicht gerne.
so ganz toll finde ich das halt nicht. Ich bin ja auch im Social-Media-Bereich. Mhm, also für ihn ist die Sache klar, will aber trotzdem weiter mit ihr flirten, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich könnte ja dann direkt sagen, nö, sorry, damit komme ich nicht zurecht. Und dann ist es auch gut. Aber er macht ihr so ein bisschen Hoffnung weiter und geht in die Flirtoffensive. Über Janine wissen wir, sie ist im Social-Media-Bereich tätig, stellt gerne leicht bekleidete Fotos von sich auch online und sie hat einen miserablen Männergeschmack. Weiß auch nicht, aber im Prinzip ist sie eigentlich wirklich die ideale Kandidatin für Are You The One? Wir waren im Bikini, war schon viel Sexy-Peel dabei, so würde ich sagen. Leider, ich habe keine Kinder, aber könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Also, du bist ein Vater. Ja. Das fand ich sehr positiv, weil das zeigt, dass er wirklich ein Beziehungsmensch ist. Guck mal deine Augen. Sich die Sonne leuchtet in deine Augen gezügelt. Sah wie so ein funkelndes Meer aus. Da wollte ich direkt so einen Körper reinmachen. Vincenzo hat ja auch erzählt, dass er mit seiner ehemaligen Partnerin vor allem wegen der Kinder zusammengeblieben ist. Das ist, glaube ich, selten eine gute Idee. Das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen. Irgendwas ist anscheinend da, sprühen so ein bisschen die Funken beim Flirt, aber er hat halt Probleme, dass sie sich so freizügig im Internet zeigt. Aber ich kann mir vorstellen, sie ist auch bereit, Kompromisse einzugehen. Anstatt sich zu posten, kann sie sich auch wunderbar vorstellen, Fotos von den Kindern zu posten, also wenn sie dann irgendwelche haben. Für alle, die das Format jetzt noch nicht so richtig kennen, also ja, sie flirten jetzt hier, aber es ist noch nicht gesagt, dass das eben tatsächlich das gewählte Match von Vox ist. Du reißt mir nicht dein Haar aus. Nein, doch, nein, das steht wirklich weg. Jetzt nervt, ja, oder? Das sehe sogar ich. Natürlich. Ich halte ihn fest. Oh. Wenn eine Frau bei mir riesen rote Lippenstift oder so geschminkt, das gefällt mir nicht. Nee, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Stellt euch vor, Silvia, hi. Sympathisch, offen. Ich komme aus in der Nähe von Stuttgart. Ich bin auch ab und zu in Stuttgart und bin auch schon seit 30 Jahren bei der Firma, die ihren Sitz in Stuttgart hat. Ja, Wüstenrot. Nee. Ja. Weißt du, was ich 40 Jahre gemacht habe? Ich war bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist cool. Oh, okay. Also Silvia und Jürgen finde ich süß. Die ziehen sich beide gegenseitig so an, wie Bikini-Fotos unseren Vincenzo auf Instagram. Es sei denn natürlich, sie sind von seiner eigenen Freundin. Aber Details. Also die beiden haben jetzt schon viel gemeinsam. Und wenn sie jetzt noch sagt, dass das Einzige, was sie besitzt, eine Schlafcouch ist, dann hätte der Jürgen als alter Schwabe nicht nur ein Couponheftchen mit zum Essen gebracht, nee, sogar direkt einen Ring. Blöchen. Ich bin der Simon und ich arbeite im IT- und Projektmanagement. Für Leute, die es fremd ist, wäre ich wahrscheinlich ein Computer-Nerd, aber für alle Computer-Nerds gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu. Ne? Ich kann überhaupt nicht flirten. Ich bin jemand, der sowieso bei der kleinsten Geschichte rot anläuft. Warst du schon in Beziehung? Eine wirklich langjährige Beziehung hatte ich noch nicht. Also bin ich. Ich mag so ein bisschen Frauen, die ein bisschen arroganteren Blick haben oder so ein arrogantes Gesicht oder so ein Resting Bitch Face. Aber ich mag noch gerne Zopffrisuren und vor allem so Pferdeschwanz und dann hier vorne so ein paar Dinger im Gesicht oder so. Pferdeschwanz und arroganter Blick. Ist kein Wunder, dass man den Simon an den Wochenenden immer bei den Cheerleader-Trainings in seiner Stadt findet. Du, ne? Also jeder so, wie er mag. Er steht auf Arroganz im Blick. Unser lieber Gastgeber Roland Trettl nennt das übrigens Spiegelbild. Wir machen sofort weiter. Dschungelcamp, wie das sehen, prominent getrennt. First Dates Hotel. Kommt auf die gute Seite und verpasst den guten Trash nicht. Einfach kurz ein Abo mit Glocke dalassen. Dankeschön. Der Anfang war jetzt echt unglaublich. Ich bin total geflasht. Das ist gerne Auto. Ich fahre sehr gern Auto. Du auch? Ja, absolut. Spielst du auch Tennis? Mhm. Okay, cool. Du auch? Nee. Und dann bin ich ein absoluter Amerika-Freak. Ich auch. So viel Gemeinsamkeit war uns schon fast unheimlich. Okay. Dann fliegen wir. Das Gefühl hat absolut gesagt, komm, lass uns hier abhauen. Zahlen, wir würden dann mal gehen, wir brauchen wieder kurz ein Reisebüro. Das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Was für ein gutes Händchen hat die Redaktion. Also Silvia und Jürgen spielen beide Tennis, sind erfolgreich, lieben beide Amerika und sie haben in der gleichen Branche gearbeitet. Und dass sie sich blenden, verstehen, ich glaube, keine Frage. Hört sich super an, bis dann vielleicht irgendwann herauskommt, dass die beiden die gleichen Eltern haben. Also bei RTL würde das auf jeden Fall passieren. Ich bin Virginia. Warum bin ich Single? Weil ich vielleicht auch zu viel Zeit mit Arbeit und Sport verbringe. Nach meiner letzten Beziehung weiß ich auf jeden Fall, was ich nicht mehr will. Ab und an Romantik ist okay, zu Hause, zu zweit, aber bitte nicht draußen vor anderen Leuten. Das ist einfach nur unangenehm. Ich werde auch nicht jünger und da mir Familie sehr wichtig ist, muss ich das Thema jetzt langsam angehen. Oh Leute, ey. Ich war hier in Frankfurt mal essen mit Freunden.
Und da hat tatsächlich ein Kerl einen Geiger für seine Freundin bestellt und ist dann aufgestanden und hat angefangen zu singen. Das hat ihn garantiert sehr viel Überwindung gekostet und hat aber auch seine Freundin und so ziemlich allen anderen angesehen. Ah, es ist wirklich zu romantisch. Ich gebe zu, meine Gänsehaut war auf jeden Fall ausgeprägter als Virginias Augenringe. Sie will halt einfach keine Romantik in der Öffentlichkeit. Dann kommst du nach Hause und das Einzige, was dir in Erinnerung bleibt, ist irgendwie so schleimiges Zeug von einem Date. Klingt jetzt erstmal nach einer ganz normalen Onlyfans-Karriere. Vielleicht kann dir Janine Tipps geben, wie man besser damit umgeht. Was erhoffe ich mir von meinem Date? Ich bin sehr gespannt, was mir da so gebastelt wurde. Was soll so ein Müll denn schon wieder... Ist es ein Blind Date? Ist es kein Blind Date? Ist sie größer? Ist sie kleiner? Da gibt es so viele Fragen. Puh. Ich würde mich natürlich schon freuen, wenn das mein Blind Date wäre. Hast du denn grundsätzlich einen Frauentyp? Jede Frau hat etwas Besonderes an sich, ne? Ein Ching. Es gibt viele schöne Frauen. Hi. Ja. Hi. Komm her, die Umarmung so einmal kurz auflockern. Hätte für mich nicht unbedingt sein müssen. Wie geht's? Hübsch. Aufgeregt? Ja. Dankeschön. Sie riecht gut, ne? Ich hab noch nicht so rauchen, so. Einmal kurz schnüffeln und dann ist gut. Man kennt sich ja nicht, man muss sich ja nicht gleich so sehr nahe kommen. Ganz ehrlich, was macht der da? Also das mit der Umarmung, ich glaube, das kommt echt so ein bisschen auf den Moment an und ob man irgendwie so merkt, da ist direkt was. Aber das mit dem Riechen, mit dem Schnüffeln, kannst du dich irgendwie zu einer fremden Person und dann erstmal rumschnüffeln wie so eine läufige Hündin. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt erstmal Essen gibt. Wenn sie nämlich die Tanzskills von unserem Vincenzo sieht, wird sie schnell auf ihrem Hotelzimmer verschwinden als Cora Schumacher, wenn sie nämlich wieder die nächste Unterlassungserklärung unterschreiben muss und deswegen ganz plötzlich irgendwie Halsschmerzen hat. Dankeschön. Ich bin ein Gentleman. Nicht, dass sie runterfällt, dann wäre das Date schon schnell wieder vorbei. Ja, ich wollte ja eigentlich auch den Stuhl ranrücken, aber da war irgendwie Roland dabei. Dann konnte ich diesen Gentleman-Move leider nicht machen. Aber ich wollte ihn machen. Ist natürlich richtig ärgerlich. Da klaut dir der Kerl hier einfach die Show. Na toll, und all deine So-kriegst-du-sie-rum-Tipps von YouTuber Luca 17 sind alle für den Arsch. Ich bin zum Macher, glaube ich. Mhm. Aber eher spontan und auf ein Neues total offen. Es ist ganz furchtbar, weil wir beide uns langsam zu ähnlich werden. Total spontan. Bist du nachtragend oder bist du jemand, der gut verzeihen kann? Ich bin nur sehr gut verzeihen kann. Jetzt immer nachtragend. Ich bin nachtragend, ja. Ich habe heute noch eine aus der Realschule, die mich geärgert hat. Dann würde ich heute noch die Straßenseite wechseln, wenn ich die sehe. Absolut. Das ist schön. Wir haben keine Sekunde, wo wir nicht wissen, über was wir reden und lachen sollen. Halt mir bitte einmal kurz fest, wie witzig Silvia ist. Tatsächlich, so ganz check ich nicht, warum sie jetzt unbedingt irgendwas suchen muss, wo sie eben nicht übereinstimmen. Silvia ist wirklich komplett nachtragend. Also ich glaube, der einzig andere, der im Fernsehen tatsächlich so lange längst verjährten Dingen irgendwie hinterher trauert oder an die denkt, das dürfte wahrscheinlich wirklich Oliver Geissens sein. Wie sieht es bei dir aus mit Kindern? Willst du gerne Kinder haben? Ich will auf jeden Fall Kinder. Wie würdest du dazu stehen, wenn der schon Kinder hätte? Da muss halt eine Frau auch mit klarkommen, so, ne? Du hast Kinder? Oh Gott. Ja, ist okay. Würde dich nicht stören. Nee. Hauptsache, der möchte noch Kinder. Geld. Mit mir? Ich würde gerne eine Partnerin haben, wo sie so der beste Freund ist, wo man so Klingelstreich miteinander macht. Ja, im Regentanz. Ja. Was ich aber tatsächlich gut finde, ist, dass er das mit seinen Kindern einfach auch direkt anspricht. Da muss natürlich jede potenzielle Partnerin für sich entscheiden, ob das okay ist oder nicht, was auch völlig in Ordnung ist. Ja, und wir sehen es hier für sie völlig okay. Und er sucht eine, mit der er vielleicht zusammen sogar Klingelstreiche machen kann. Virginia sieht irgendwie gerade so aus, als würde sie überlegen, ob sie sich da vielleicht gerade so ein bisschen verhört hat. Hat Vincenzo Kinder? Oder möchte er lieber wieder ein Kind sein? Ich bin Katrin, im Herzen ewige 24. Mein Ausweis sagt leider etwas anderes, nämlich 37. Das ganze Hotel nur aus Singles, also besser geht's ja wirklich nicht. Ich komme Minimum mit einem Ring nach Hause. Katrin. Ja. Roland, hi. Ja, moin. Sprech mich mal an. Ich soll dich ansprechen. Ja. Pass auf, soll ich mal den schlechtesten Anmachspruch überhaupt nennen, den ich mal gehört habe? Hallo. Oh, hallo. Kannst du eigentlich schwimmen? Kann ich. Ich wollte dich heute Abend nämlich noch ins Becken stoßen. Ich fand's witzig und hab ihm das nicht so übel genommen.
Sag bitte nicht, dass irgendjemand von euch diesen Spruch schon mal verwendet hat. Ich fand ja den von Vincenzo schon mies, aber der Anmachspruch ist tatsächlich komplett schlecht. Aber Katrin, man weiß ja langsam so wirklich, dass man von Calvin Klein keine Gedichte erwarten kann. Wir merken hier einen Riesenunterschied. Wir haben in der Sendung auf jeden Fall gestandene Menschen, die auch wissen, was sie wollen. Und Katrin will hier in der Sendung ja möglichst sogar einen Ring finden. Prinzipiell empfiehlt sich dafür immer, Duschen aufzusuchen, in denen zuvor Nico Legert war. Mega, gell? Schwabe geht ja nochmal Spaß am Essen. Bei so einem Mann habe ich ein bisschen Angst, dass das jetzt super läuft. Und dann kommt die Rechnung und dann kommt genau das raus, dass er wahnsinnig sparsam ist und so sagt, ja, so beim ersten Date. Wir schließen jetzt gerade die Betten über uns zwei, ja, ab, weißt du? Ich hätte hier eine Rechnung. Oh. Die Zimmernummer, die eine oder die andere oder beide rauf und unterschreiben. Oh. Sollen wir deinen Bausparer auflösen? Das ist ganz schön günstig hier. What a difference a day made. Wir wollen beide auf jeden Fall ein zweites Date. Ich finde die beiden ja echt toll. Freunde, es geht hier wirklich um echte Beziehungen. Roland war so ein bisschen besorgt. Ich kann es auch ein kleines bisschen nachvollziehen, bin ja selber Schwabe. Aber tatsächlich, Jürgen hat die Rechnung einfach bezahlt. Allerdings nur, Freunde, ist ja völlig klar, weil er später seine gesamten Hotelkosten der Silvia auf die Rechnung setzen wird. Boah. Hallihallo. Hallihallo. Bitte. Wow. Dankeschön. Hi. Wird der introvertierte Simon so viel Frauenpower handeln können? Ich glaube, das ist auch so im Grunde das, was ich mir so vom reinen Verpackungsding schon so vorgestellt hatte. Ich fand's ein bisschen unangenehm. Die soll nicht hergucken, ist ja voll unangenehm. Hallo, hi. Janine. Simon. Hab mich direkt wohl bei ihr gefühlt. Oh je. Ich meine, wir haben ja sie schon kennengelernt und er scheint ja doch so ein bisschen eingerostet zu sein, was ja prinzipiell nicht schlimm ist, aber die Mischung wird, glaube ich, spannend. Für Simon ist es aber trotzdem natürlich wirklich ein Lottogewinn, dass jetzt tatsächlich Janine sein Date ist. Wenn er sie bisher sehen wollte, musste er immer $22 für OnlyFans bezahlen. Und so eher der Beziehungsmensch. Jetzt bin ich halt seit über 6 Jahren Single, ne? Oh, das hab ich noch gar nicht erwähnt, ne? 6 Jahre? Ja, kriegen wir alle einen kurzen Schock. Boah, heftig. Es sind aber noch viele Fragen offen. So am Aussehen kannst du ja jetzt nicht so legen, ne? Das ist ja nicht cool. Danke. Muss dein Charakter sein. Muss mein Charakter sein. Hallo. Da haben sich schon die Blicke getroffen. Mir ist schon aufgefallen, dass Vincenzo dann ab und zu dem Pärchen hinter uns geschaut hat. Hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Wärst du lieber bei mir? Das wäre so ein Moment und ich glaube, ich hätte echt Bock darauf. Ich würde das Glas Wasser nehmen und doch mal hier über seinen Kopf schütten. Alter Schwede, was macht der da? Ey, ist doch mal, hat der ein Rad ab? Beim ersten Date, Vincenzo guckt einfach wirklich die ganze Zeit rüber zu Janine. Am Ende wird er natürlich sagen, nicht weil er eifersüchtig ist, sondern weil er jetzt erst erkannt hat, dass Virginia gar nicht die ist, die er hier vorhin am Pool kennengelernt hat. Die beiden sehen sich nämlich noch ähnlicher als Gina Lisa Lohfink und der Glöckler. Ich finde das so unangenehm, ey. Das ist ein Scheißgefühl, wenn sich dein Date halt null für dich interessiert. Aber der arme Kerl kann natürlich nicht anders und sein Hirn schaltet auf Autopilot. Es muss halt irgendwie so eine Anziehung da sein. Weißt du, was ich meine? Ja, dieses Ching. Wer mir jetzt mehr gefallen hat zwischen Janine und Virginia, das kann ich gar nicht so beantworten. Was ist dein Typ Frau? Sportlich, emotional. Leidenschaftlich. Definier mal emotional. Der über Gefühle sprechen. Ich bin zum Beispiel so, dass ich voll oft aus Freude weine. Heute hast du nicht geweint. Apropos. Hat echt schöne Lippen gehabt. Und ja, alles andere müsste man rausforschen. Vor Freude weinen finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, also egal ob Mann oder Frau. Jimmy Blue Ochsenknecht zum Beispiel lässt ja auch immer wieder mal ein paar Tränen kullern, wenn es ihm zum Beispiel mal wieder gelungen ist, sich vor seinen Pflichten als Vater zu verstecken. Boah, so ein Abgeordneter. Aber gut, also immerhin mag er ihre Lippen. Er hat keinen Respekt. Ich wollte jetzt aber auch nicht rüberschauen zu Vincenzo. Ja, du wirst vielleicht merken, ich gehe nicht so oft essen, ja, oder auch nicht rein. Ja, noch diese ganzen Fremdwörter immer dazu. Ne? Ich weiß auch nicht, was die Rinderbacke ist. Backe ist doch, also Hintern, oder? Wie viele Freundinnen hattest du schon, oder wie lange? Warum tust du mir das an? Ich war halt in meiner Jugend und jungen Erwachsenenalter sehr viel krank. Ich hatte einen Tumor hier in der Lippe. Wirklich eine blöde Sache ist, wenn man immer so aussieht, als ob man gestern irgendwie aufs Maul bekommen hat. Und dann hat es bei mir mit
inneren Krankheiten angefangen, weswegen ich glaube, es auch für viele andere schwer zu verstehen war, weswegen ich manchmal so war, wie ich war. Ich kann total gut mit umgehen, dass er so offen mit mir spricht. Ey, sie reagiert ja mega toll. Und ich finde, bei Simon merkst du einfach, dass er schon lange nicht mehr so am Leben teilgenommen hat, wie das wahrscheinlich die meisten von uns machen. Deswegen, so what? Meine Gesprächsthemen wären es jetzt auch nicht, aber es ist auch immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Vincenzo dachte nämlich vorhin schon beim Anblick ihres Tangas, die lässt aber ganz schön tief blicken. Und ein ähnliches Gefühl hat sie jetzt halt auch, nur anders. Moin. Hola, soy Marco. Letztes Jahr den Skipperschein gemacht und wohne auf Mallorca. Und ja, lebe hier mit meiner Katze. Die große Liebe wollte halt nicht mit nach Mallorca und somit haben wir uns dann getrennt. Magst du auch Schokolade? Nicht so gern. Also du magst musst ja eher auf die Sommerfigur achten. Oh. Bin ich faul, ich glaube, sehe noch ganz gut aus. Machst du keinen Sport? Doch, ein bisschen. Einmal am Tag meistens. What? Einmal am Tag? Einmal am Tag? Du gehst so heute essen? Am liebsten ja. Weil aber viel Zeit hast du. Verkleide mich nachher noch. Schlank, sportlich. Einen hübschen Po, hübsche Brüste und natürlich auch klar hübsch aussehen. Neu in der Runde ist der Marco und er hat sich tatsächlich ursprünglich für Goodbye Deutschland beworben. Da er allerdings Geld hatte, einen festen Job auf Mallorca, die Sprache spricht, da war er natürlich viel zu überqualifiziert für die Sendung. Ich finde das total schön, wenn man sich für ein Date auch so ein bisschen Mühe gibt und sich zurecht macht. Er spricht eher von Verkleiden, passend zur Jahreszeit. Er fühlt sich dann eher wie so ein Mann im Faschingskostüm. Übrigens, unter dem Suchbegriff findet man bei Google Erik Sindermann. Ein Bett Einzelkind? Genau, leider ja. Ja, ich kann mir das gar nicht. Kann man sich jetzt auch nicht mehr wünschen, so, ne? Je nachdem, wie alt deine Eltern sind. Ich habe halt keine Eltern mehr. Okay. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und ich hoffe, ich habe ihr da mit meiner Reaktion nicht allzu sehr enttäuscht. Ich habe schon erlebt, dass das jemand so unkommentiert lässt, weil für viele ist das halt so, dass sie auch nicht wissen, mit der Situation umzugehen. Und ich finde es nicht schlimm. Ey, diese Fieslinge von Vox, sorry, aber die wussten das ganz genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei so einem Date auch mal über die Familie spricht, ist groß. Und dass er darauf nicht gut reagieren kann, das war denen auch klar. Sorry, aber wenn Simon halt einfach schon klar gemacht hat, dass er schon lange nicht mehr so am Leben draußen teilgenommen hat, wie soll er auch wissen, wie man da irgendwie gut reagiert? Klar kann man sagen, so ein, es tut mir leid, das wäre schon angebracht, aber so viel besser macht es jetzt auch nicht. Ich finde, sie reagiert schon wieder richtig gut, aber ey, so viel unangenehmes Schweigen kennen wir tatsächlich auch aus Dating-Sendungen. Aber in der Regel erst immer vom Wiedersehen, wenn dann der Vaterschaftstest ausgebreitet wird. Das dreht hier gerade ein bisschen durch, wer jetzt hier anfängt zu tanzen. Ja, voll gerne. Ich habe gehört, ihr wollt tanzen. Fand ich richtig unangenehm, bin ich ehrlich? Dankeschön. Das war ein teurer Spaß. Oh, okay, komm, wir bringen es jetzt hinter uns. Okay, dann nimmt jemand ernst. Glaubst du jetzt alles? Hör mal. Das war jetzt nicht das Beste, was ich kann. Drei. Er schreit schon ein bisschen nach Aufmerksamkeit und so bin ich halt gar nicht. Es hat sehr viel gematcht. Für mich haben dann doch ein paar Sachen nicht so gepasst, dass ich sagen würde, das könnte ich mir in Richtung Beziehung vorstellen. Ja. Das kann ich zustimmen, auf jeden Fall. Also er wollte eigentlich, aber wer sie nicht will, will er jetzt auch nicht mehr. Virginia mag keine Romantik, keine Aufmerksamkeit und so diese typischen Beziehungssachen mag sie auch nicht. Also eigentlich sucht Virginia wahrscheinlich gar keine richtige Beziehung, sondern einfach einen neuen WG-Mitbewohner. Du hast aber Dates Outfit dabei, oder? Ach, das ist aber nicht nur eins. So da weiß er direkt, was er kriegt, ne? Genau. Also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich als Freundin nehmen. Das magst du so gerne, ne? Auffallen. Finden so ein bisschen vielleicht. Ja. Wenn der das nicht zu schätzen weiß, dann sprechen wir nochmal mit dem in Ruhe, oder ne? Einfach überfordert ist. Übrigens, auch im First Dates Hotel herrscht Fachkräftemangel. Alle haben Bock auf Mallorca. Sie werden aber total abgeschreckt, wenn sie erfahren, dass sie die Outfits der Kandidaten vor dem Date erstmal noch einmal im Zimmer auschecken müssen und so tun müssen, als würden sie ihnen gefallen. Dieses Outfit, also diese Bilder und dann auch noch die Info, sie putzt ja offensichtlich gerne, also sich zumindest mal raus. Bei dem Paket sieht man förmlich, wie Steffi Jerkel auf Mallorca gerade den Taxipreis für die Strecke zum Hotel durchrechnet. Ich könnte schon gut vorstellen, dass ich sein Typ wäre. Ciao. War ein ganz nettes erstes Date, fand ich ja. Ja. Deswegen wäre ich jetzt so vom Prinzip erstmal für ein zweites Date auf jeden Fall noch zu haben. Ich habe halt auch gemerkt gehabt, dass ich mich vorher schon mit anderen so ein bisschen besser verstanden habe. Darum würde ich jetzt eher zu Nein tendieren. Ich wünsche dir trotzdem auch viel Glück. Dankeschön.
Leider hat der Simon jetzt auch eine Abfuhr bekommen, weil ihr der Vincenzo nicht so richtig aus dem Kopf geht. Schade für ihn. Hätte sie nämlich gesehen, wie Vincenzo mit Virginia tanzt, wäre ihm das zweite Date auf jeden Fall sicher gewesen. Wenn du eine Skala nimmst von 0 bis 10, ist meine Nervosität bei 2. Ich glaube, ich bin zu selbstbewusst dafür. Die Partnerin soll selbstbewusst sein, aber vielleicht nicht zu doll. Sie sollte aber schon ihre Meinung sagen und ihre Ansichten vertreten, ganz klar. Aber bitte im Rahmen. Ja, mir scheißegal. Symbolisiert meine Manneskraft. Bist alleine hergekommen? Mit meiner Katze. Die einzige Muschel, die dabei geblieben ist. Also, ob ihr auf meine Wünsche eingeht. Und dann wird da schon die richtige sitzen. Selbst die Katze kotzt bei ihm nicht nur vor zu viel verschlucktem Fell. Oh Leute, Marco ist jetzt schon so unangenehm, arrogant und peinlich. RTL überlegt natürlich schon, ihn nächstes Jahr als Bachelor zu nehmen. Ach Mensch, was für ein... Dezent kann ich. Dezent kannst du bestimmt, ja. Zum Glück so eine Frau. Wow. Ich, klar, sie reizt mit ihren Dingen, zwei Dingen, die sie hat. Klar, sie kann sich's ja auch erlauben. Der Marco ist ein Schnittchen. Ich hab dir was aus meiner Heimat mitgebracht. Hab Angst. Helf mir kurz auf die Sprünge. Ja, ich bin hierher gezogen aus Hamburg. Quatsch. Ja. Und ich finde das wirklich, das Zeug ganz großen Mut und finde ich wirklich bemerkenswert. Ein Gutschein für einmal Yachtfahren. Du musst oder? Über mich wissen, dass ich unheimlich gerne Bootsausflüge mache. Ja, der Marco ist vermutlich schon total in Gedanken beim Familienleben zu viert. Mit ihm, Katrin und ihren beiden Brüsten. Also ich finde auf jeden Fall, man merkt, dass die Matchmaker von First Dates Hotel sich bei Marco richtig viel Mühe gegeben haben. Obwohl er schon auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr unangenehm ist, haben sie die einzige Frau in ganz Deutschland und auf Mallorca gefunden, die eben nicht sofort die Show verlassen möchte, nachdem sie zwei Worte mit ihm gewechselt hat. Ich bin hierher gekommen, um gar nichts zu machen mehr. Ich habe 10 Wochen lang nichts gemacht, außer mein Haus entkernt. Fußböden rausgeholt. Kannst du sowas alles? Ja, ich habe das in Deutschland gemacht. Das ist toll. Dann hat er gleichzeitig ja noch was mit Booten zu tun. Dann habe ich meinen Dive Master gemacht halt, um in der Tauchschule zu arbeiten. Mensch. Und dann hat er natürlich auch noch einen Tauchschein. Also es gibt irgendwie nichts, was er nicht kann. Finde ich toll. Ich glaube, ich habe Katrin gefallen. Es gibt nichts, was er nicht kann. Das stimmt nicht so ganz, liebe Katrin. Marco bekommt es nämlich noch nicht mal hin, auch nur irgendwas über Katrin zu fragen. Aber gut, bei den Schlagworten eigenes Haus Mallorca und eigenes Boot, da kannst du auf jeden Fall vielen Menschen eine Red Flag direkt vors Gesicht halten und sie würden sie nicht sehen. Sie ist auch mega cool, aber gut, ne? Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Mit der Silvia, also das war schön, ne? Bisschen gefunkt hat es auf jeden Fall. Na guck mal. Ach. Ja, ich muss mich leider kurz halten. Ich habe ein Gesicht schon ein bisschen gesehen. War ein bisschen anders wie im Date. Ich muss mich leider an der Stelle von dir verabschieden. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Echt? Ich habe gesundheitlich ein bisschen Schwierigkeiten. Jetzt ist es aber so, dass es halt einfach nicht geht und ich das nicht riskieren möchte. Und deswegen würde ich jetzt hier abreisen wollen. Also richtig, so ein Dampfer, ne? Und schwierig. Oh no, das darf nicht wahr sein. Krass. Ich meine, die beiden sind ja echt mehr ein Perfect Match als RTL Plus, das in all den Jahren mit all diesen Dating-Sendungen jemals geschafft hat. Ist natürlich total schade, aber Gesundheit geht natürlich immer vor. Ihr fällt das ja offensichtlich auch nicht leicht. Silvia muss gehen aus gesundheitlichen Gründen. Auch wenn Jürgen jetzt sehr, sehr traurig ist, vielleicht ist er auch so ein bisschen erleichtert. Er hatte nämlich einfach schon ein bisschen Panik, dass Silvia ihm jetzt einfach eröffnet, dass auch Vincenzo sie am Pool angesprochen hat. Und dass sie sich deswegen gegen ihn entscheidet. Okay, jetzt bin ich erstmal ein bisschen geschockt. Das denke ich mir. Ich habe mich so gefreut, das Tag war so schön, daher ist es jetzt. Der Tag aber das wird wieder. Du verlierst mich nicht. Nee, genau. Schön mein war's. Lieber. Auf bald. Ja, auf versprochen. Bald. Ciao, ciao. Tschüss. War schon ein Schnaps. Du siehst es mir an. Für Jürgen ist es ein totaler Dämpfer und das merkt man komplett. Und ehrlich gesagt, finde ich, ehrt ihn das auch so, wie er hier reagiert. Vincenzo würde ja an seiner Stelle hier eher denken, na gut, es sind ja noch so viele Single-Frauen im Hotel. Der würde wahrscheinlich an Jürgens Stelle einfach raushängen lassen, dass er Privatier ist. Und dann könnten sie hier natürlich neben First Dates Hotel auch noch direkt eine Sonderausgabe vom Bachelor drehen. Also Wochenendbeziehung ist für mich Katastrophe. Weil man nie so richtig den anderen kennenlernt, finde ich immer. Sagst du selber, dass du schon schnell mit jemandem zusammenziehen willst? Ja. Ich habe halt natürlich auch einen Job. Aber irgendwann muss das Risiko, oder wird das Risiko ja fallen. Das ist ja ein. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Warst du schon mal verheiratet? Mhm. Frauen wollen das. Ich hätte es nicht gemacht. Weißt du, was Ehe heißt?
Auf Lateinisch. Ehre, humano est, Ehren ist männlich. Nein, Quatsch. Ich brauche einen Schluck. Ja. Jo, alles klar. Also je später die Sendung, desto Schwiegertochter gesucht die Kandidaten. Oje, oje. Also, Katrin ist auf jeden Fall in einem Zwiespalt. Einerseits könnte sie dahin ziehen, wo andere Urlaub machen. Sie könnte vielleicht sogar ihren Job aufgeben. Wobei, ich glaube, das will sie gar nicht. Aber sie könnte auf jeden Fall so mehr in den Tag hineinleben, was schon immer ihr Traum war. Aber andererseits hat sie dann halt Marco an der Backe. Also heiraten an sich finde ich schon cool, wenn man das füreinander macht. Ohne viel drumherum, sondern einfach nur zu zweit. So. Ich könnte mir eine Heirat nochmal vorstellen in meinem Leben. Auch mit Katrin. Aber wie beim ersten Mal, nur mit Ehevertrag. Warte. Solltest die Haare nach hinten machen? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir wird schlecht. Ich weiß auch nicht. Nee, Spaß. Nee, war wirklich ein toller Abend. Ich hätte jetzt wirklich Bock, noch in den Pool zu gehen, ne? Ja, dann. Von mir aus machen wir gerne ein Second Date. Heute gab es zwei, mit Silvia sogar 2,5 Körbe für die Männer. Und irgendwie finde ich das tatsächlich sogar schade, weil die Dates doch eigentlich echt okay waren. Und das sage ich, der Temptation Island VIP abgebrochen hat, weil mir das alles zu fakeig war. Und genauso bei Aito einfach keine Lust auf dieses ganze Fake-Dating-Gedöns. Aber bei Marco und Katrin hofft man doch irgendwie, dass sie das zweite Date ablehnt und wirklich so weit weg wie möglich von Marco kommt. So, Bella. Ach, schau mal an. Sie sieht ja auch gut aus, ne? Darf man jetzt hier nicht kleinreden? Wie war deine Begleitung, dein Date? Aber da hat so ein bisschen noch dieses Feuer so gefehlt, dieses Crazy so. Mhm. So was du halt hattest, so, ne? Und ja. Bei dir? Also es war nicht so wie bei uns, so flüssig. Okay, cool. Ah, habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Jetzt sehe ich euch zum dritten Mal. Es klingt auf jeden Fall gut genug, dass ich euch für morgen irgendwas organisiere. Ja. Er hat halt auch während des Gesprächs mit Virginia ihre Blicke so gesucht, wie Marco irgendwas im Ausschnitt von unserer lieben Katrin, was er da offensichtlich verloren hat. Beide Dates liefen nicht so richtig gut, aber was ist jetzt mit ihrer OnlyFans-Geschichte? Die soll jetzt für ihn also keine Rolle mehr spielen. Sorry, aber da ist es erfolgsversprechender, dass Katrin sich bei Astro TV mit Hilfe der Engelskarten die Selbstwertenergie aktivieren lässt und deswegen Ruhe vor Marco hat. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Ich weiß nicht, warum ich Single bin. Meine Freunde sagen, ich wäre der Jackpot. Ich kann es selber nicht beurteilen, ich war mit mir noch nicht selber zusammen. Ich bin der Stefan. Ein sympathischer Paradiesvogel. Single? Ja. Yes? Yes. Oh! Naja, kurz an. Ja, natürlich, du darfst alles anfassen. Sind jetzt alle, die ich hier schon sehe, Single? Magst du uns machen wir dann noch einen kleinen Abstecher? Den liebe ich schon mal. Ey, der war ja so lange im Dschungel, hat so viele Interviews danach gegeben und hat so viele TikToks hochgeladen. Und nie hat Fabio mit auch nur einer Silbe erwähnt, dass er einen Bruder hat, der auch unbedingt ins Rampenlicht möchte. Ja, ja, Roland will ihn direkt mal am Kopf anfassen, kann man aber auch nachvollziehen. Er wollte einfach nur feststellen, ob es ein echter Mensch ist und nicht einfach nur eine weitere Hohlbirne, wie wir sie jetzt hier schon zu Genüge hatten. Ganz in der Nähe der Kathedrale der Heiligen Maria in Palma erwartet Janine und Vincenzo ihr Second Date. Capoeira? Ich habe damit gerechnet, dass sie so, so cool drauf ist, dass sie gleich mitmacht und nicht so Tussi-like da steht und sagt, oh, nee, das möchte ich nicht. Social Media? Ja. Ja, dass du freizügige Bilder machst? Mhm. Magst du das? Das ist ein No-Go. Hast schon was an? Also, mit Social Media habe ich schon was an. Ihr wisst doch, wie das ist. Auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt trotzdem keine Probleme. Also, hast du noch was an? Zu zeigen. Ja? Ja. Okay. Jetzt will er sie also doch nicht. Ey, das hätte er auch gestern wissen können, weil immer wenn es um dieses Thema Social Media geht, wird seine Stimme so hoch, er könnte tatsächlich problemlos Lieder von Mariah Carey singen. Jeder Mensch ist halt so, wie er ist. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so aufgewachsen. Ist das denn für dich so, dass du trotzdem noch Interesse hättest? Wenn ich ehrlich bin, ist das natürlich eine schwere Sache. Es ist beziehungsmäßig eher ein No-Go. Wir bleiben Freunde. Freunde, ja, wir werden auf jeden Fall attraktive Freunde, so, ne? Gekorbt, weil sie eben bestimmte Bilder von sich ins Netz stellt. Vielleicht werden es viele nicht verstehen. David Odonko hat Vincenzo direkt einen Brief geschrieben und ihm zu seiner Standhaftigkeit gratuliert. Ich finde es bei dem Thema immer total wichtig. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Die AGB, der Plattform, wo man eben genau diese Bilder hochlädt, die sind so unfassbar schlimm. Das heißt, die können mit den Bildern alles machen. Rein theoretisch über KI und Videosoftware tatsächlich auch Filmchen daraus produzieren. Also deswegen seid da bitte sehr auf der Hut. So, jetzt schauen wir mal, was aus den Dates geworden ist. Jürgens Date auf Mallorca war nur der Anfang. In Deutschland soll die Reise fortgesetzt werden. Virginia hatte auf Mallorca keine Schmetterlinge im Bauch.
doch Überraschung. Und irgendwie war es dann doch datingmäßig und hat ein bisschen gefunkt. Und ja, seitdem daten wir uns. Ja, klingt irgendwie fast so ein bisschen, als hätten sich beide erstmal im Hotel umschauen müssen, ob es nicht doch eine bessere Option gibt. Aber irgendwie in Ermangelung an Alternativen haben sie sich dann doch füreinander entschieden, oder was? Ach schau, Silvia und Jürgen, das freut mich sehr. Die haben so viele Pluspunkte gesammelt, wie sonst tatsächlich nur der Tontechniker, wenn er das Mikro von Marco runterdreht. Nächste Woche. Hallöchen. Wenn das Küssen stimmt, stimmt auch der Sex. Ob ich mit so einer Ungeduld zurechtkomme, weiß ich nicht. Halten. Kommende Woche sehen wir also, ob Katrin wirklich zu Marco nach Mallorca ziehen wird oder ob sie ihren guten Männergeschmack doch noch finden wird. Habt ihr Bock auf mehr First Date Hotel? Dann freue ich mich sehr über ein Abo mit Glocke. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es teilt, wäre mega. Die ganze Folge gibt es natürlich bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Ich bin total gespannt, was ihr zum Format sagt. Gerade weil es mal doch irgendwie ein bisschen anders ist, finde ich es eigentlich total spannend. Freue mich auf eure Kommentare. Ob wir weitermachen, das entscheidet natürlich ihr, wenn Folge 2 da ist. Gibt es die natürlich hier. Bis dahin, mehr gutes Reality-TV, meine Top 5. Und hier, falls ihr das Dschungelcamp-Wiedersehen noch nicht gesehen haben solltet, hat RTL einen entscheidenden Part von Kim Virginia aus der Sendung geschnitten. Das wäre krass. Bis dahin.